An diese komischen Google Street View Autos mit den Kameras auf dem Dach haben wir uns ja inzwischen gewöhnt. Jeder kennt das ja, man liegt montags vormittags besoffen und nackt in der Hängematte und just in dem Moment kommt natürlich die blöde Google-Karre um die Ecke. Soweit so lustig. Allerdings hat sich jetzt rausgestellt, es ist alles noch viel, viel schlimmer. Wir haben jetzt erkennen müssen, dass wir sogenannte Nutzdaten auch aufgezeichnet haben, obwohl wir es nicht wollten. Nutzdaten sind sowas wie zum Beispiel URLs, also Webseitenadressen oder auch Teile von E-Mails. Mhm. Obwohl sie es nicht wollten. Aus Versehen. Ja, da schalten wir doch mal aus Versehen nach Mountain View, Kalifornien, vor die Google-Zentrale. Dort steht mein Kollege Ulrich von Hesen. Ulrich, wie konnte dieser neue Datenskandal passieren? Mann, welke, aus Versehen. Das haben Sie doch vor 3 Sekunden selber gesagt. Hören Sie sich doch mal zu zur Abwechslung. Ja, ja, aber ich meine, wie geht denn das aus Versehen Daten klauen? Ich kann auch nicht aus Versehen in Ihr Haus einbrechen. Na klar, weil Sie zu dick sind, um über den Zaun zu kommen. Ich kann nur sagen, hier bei Google ist man sehr enttäuscht, Welke. Gerade aus Deutschland hätte man mehr Verständnis erwartet. Schließlich hat die Stasi bei uns 40 Jahre lang aus Versehen Daten gesammelt. Ach, nein, der Vergleich hinkt jetzt aber wirklich hinten und vorne, Ulrich. Die Stasi, ja, hat Menschen eingekerkert. Ja, nun haben Sie doch mal ein bisschen Geduld mit Google. Hm? Die Typen hier wissen immerhin schon, wo sie wohnen. Und wenn man weiß, wo jemand wohnt, dann kann man den auch mal morgens um 5 abholen. Hm, so. Habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja. Werden die Daten denn bald gelöscht? Ja, das geht leider nicht. Denn Google hat die Daten schon aus Versehen weiterverkauft. Wie jetzt? Ja, wie jetzt weiterverkauft? Ja, klar. Und bevor Sie fragen, das Geld, das Sie dafür bekommen, haben Sie aus Versehen schon ausgegeben. Tut Ihnen aber echt leid. Na, toll. Super. Waren das denn wenigstens harmlose Daten? Naja, man kann die geklauten Daten hier einsehen. Da weiß man dann genau, welcher Deutsche wann auf welcher Website war. Hier zum Beispiel Roland Koch. Der hat bei Facebook genau 0 Freunde. Hm. Und selbst von denen haben sich noch 2 abgemeldet. Ja. Ah, ja. Der Koch, 0 Freunde. Sie haben wahrscheinlich recht, so schlimm ist das alles gar nicht mit dem Datenklau. Ja, schön, dass Sie das so locker sehen. Hier, Sie sind auch dabei, Welke. Oliver Welkes Google-Suchanfragen. Haarverpflanzung, Fett absaugen und Reizdarm. Ja, bis hierher vielleicht erstmal, Ulrich. Vielen Dank nach Kalifornien. Ja, und was haben Sie hier? Was haben Sie hier für eine Seite besucht? Mein Englisch ist so schlecht. Wet, hot Asian pussies get what they fucking deserve. Was heißt denn das? Haben Sie eine Katze? Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Haben Sie eine Katze? Stimmt alles gar nicht. Wir haben einen Hund.